Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Bioshock. So, die Whirly Winery, die werden wir uns jetzt mal vornehmen und hoffentlich destilliertes Wasser finden. Meine Güte, wer hat denn hier so komisch drauf gesuppt? Das sieht wirklich komisch aus, oder ob es der Merlot ist? Tatsächlich, wir haben hier jede Menge kaputte Flaschen. Okay, ich hab... Oh! Was war das? Was war das? Oh, Mülleimer habe ich noch gar nicht untersucht. Oh, wie schön. Oh, wie... Ich höre was. Ich guck mal hier rum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mein Geschütz war, was hier geschossen hat. Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Da unten, da ist er doch. Da ist noch einer. Ja, das Geschütz wird das die Sache wohl richten. Ist er hier runtergefallen? Tatsächlich ist er. Das sind jede Menge Dollars. Ich komme hier nie weg, wenn die Gegner nicht mal langsam... Shit. Und da war es leer. Na, großartig. Ich habe so viel Geld mittlerweile und ich kann mir nichts kaufen, weil die Automaten nie das Richtige... Obwohl, das waren Antipersonen-Munition, ne? Mhm. War da noch wer? Nein, so. Panzerbrechende habe ich 24, Antipersonen nur noch so wenig, Pistolenkugeln noch weniger. 8, Panzerbrechende 51, 00 Schrot, ionischer Schrot und Explosivschrot. Ich glaube, ich werde wohl in nächster Zeit öfter mal wieder mit der Schrotflinte rumlaufen, ja? Okay, ich gucke aber mal auf die Karte. Ich würde mir liebend gerne noch mal an irgendeinem Verkaufsautomaten. Da haben wir einen. Ich würde mir wirklich gerne noch mal... Da haben wir noch einen. Oh, das ist gut. Ich würde mir gerne noch mal was holen. Ich würde mir echt gerne noch mal was holen. Okay. So, wo sollte der jetzt sein? Hier nicht. Da waren nur noch die Zigaretten, die ich nicht rauchen wollte. Wie war das hier? Hier ist der U-Invent-Laden. Den wollte ich auch nicht. Hauptsache, ich nehme gleich nicht für... Ach so. Nee, hier unten war aber doch nichts, ne? Nee. Hm. Ach du meine Güte. Ich verlaufe mich hier noch. Okay, was haben wir hier? Da ist der. Den müssen wir erstmal hacken. So, da unten geht's hin. Ich hoffe, dass wir hier wieder keine so super fiesen... So, gehen wir mal hier entlang. Ja, bisher sieht... Oh Mist. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. Senkrecht, senkrecht, senkrecht. So, ist schon mal richtig. Okay, okay. Aber jetzt so nach oben. Glück gehabt. Das hätte ja durchaus passieren können, ne? Oh, oh, Waagerecht, bitte noch. So, und jetzt hoffe ich nicht nur auf gute Preise, sondern vor allen Dingen auch auf gute Angebote. Zum Beispiel Pistolenkugeln, na, das ist doch fein. Und nochmal, und nochmal, nochmal. Perfekt. 00 Schrot. Ich habe 45, ja gut, dann nicht. Brauche ich auch nicht. Was ist mit Panzerbrechenden? Davon habe ich genug. Aha, und ich habe auch genug Verbandskästen. Ist ja doll. Okay, aber ich kann endlich wieder mit Pistolenkugeln. Ja, Pistolenkugeln. Ich liebe doch meine Pistole. So, und jetzt aber. Und jetzt aber mal zurück, denn... Wie war das jetzt noch? Nee, Moment, hier bin ich falsch. Ich muss schon hier entlang, ja? Genau, da ist sie. Die Whirly Winery. So, und jetzt mach das Tor auf. Da haben wir sie schon. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Was? Rapture lebt. Bin ich etwa der Parasit? Bin ich der Parasit? Was ist das? Ey! Wow, 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 wow! Was ist das? Shit. Oh, sie fressen mich! Was war das? Oh!
Typisch. Jetzt habe ich mich selber angefackelt, weil ich die blöden Viecher nicht losgeworden bin. Oh nein. Das ist irgendetwas Neues. Das ist überhaupt nicht fein. Was mache ich denn da? Winterblast, Telekinese, Elektrobolt. Oh ja, vielleicht kann ich sie mit dem Elektrobolt irgendwie. Wenn es ein Schwarm ist, ja. Ich versuche das mal beim nächsten Mal. Aha. Ja, da haben wir jede Menge Kästen, ne? Oh, ein Gatherer's Garden, wie fein. Was haben wir denn hier so? Eine Genbank. Die brauchen wir ja nicht hacken. Ein Bienenstock. Oh. Hallo? Hilfe! Kann man wegrennen? Mist. Was mache ich denn gegen Bienen? Was zum Teufel mache ich denn gegen Bienen? Nicht lustig. Ich würde sagen, ich untersuche keine Bienenstöcke, oder? Tagesspleißer habe ich schon genommen. Okay. Was ist Adam? Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Naja, ist ja auch klar. So, verdammt, verdammt. Die hatte ich schon. Die Honiggläser kann ich wohl nicht nehmen. Gut, ich gehe erstmal hier hin. Ein Gen-Upgrade. Wie wär's mit einem Plasmid-Slot? Ich weiß nicht. Oder mit einem Tonikum und so weiter Slot. Oh, aber wartet, wartet, wartet. Wir haben jetzt hier eine Genbank. Das heißt, ich kann gucken. So, bei den Plasmiden habe ich 4 Slots. Bei den Körpertonika habe ich 3. Bei den Techniktonikern habe ich 3. Und bei den Kampftonika habe ich nur 2. Was habe ich denn hier sonst noch so? French Jockey lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Mit den Rohrzangenschaden, okay. Statische Entladung, wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jedem in der Nähe Schaden zu. Hm. Aber in der Nähe, da müssen die schon echt nah an mich dran. Ich hier bin ja ein großer Fan von Distanz. Zu meinem Gegner. Ein großer Fan. Ein großer, großer Fan. Deswegen würde ich sagen, nein. Schauen wir lieber nochmal, was wir hier und hier haben. Vielleicht erstmal hier. Hier habe ich nämlich noch jede Menge Zeugs. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve. Gute Sache. Verbandskästen verleihen auch Eve. Ich dachte, das habe ich schon. Ja, stimmt. Ich habe ja den Eve Link 2 schon. Beim Durchsuchen eines Behälters oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen, um etwas anderes zu erbeuten. Das ist wirklich interessant mittlerweile. Denn was ist das für ein Geräusch? Oh Gott. Denn mittlerweile gibt es wirklich unglaublich viele Gegner und unglaublich wenig Items, insbesondere Kugeln, die ich von denen looten kann. Spotboost, die bewegen und schwingen die Rohrzange schneller. Nein, es ist nicht meine bevorzugte Waffe. Sicherheitskameras und Geschütze brauchen länger, um dich zu erspähen. Nein, nicht uninteressant, aber wenn du stillstehst, wirst du unsichtbar. Wenn sie eine Natural Camouflage hören, sie einfach auf, sich zu bewegen, schon werden sie unsichtbar. Denken sie daran, nicht zu sehen, heißt zu glauben. Boah, das ist schon interessant, ne? Das ist schon interessant. Also, ich finde den Hacker's Delight gut, weil ich wirklich unglaublich viel hacke. Ich finde den Dieb gut und ich finde den Natural Camouflage gut. Also, das ist schon mal eine interessante Geschichte. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch verringert die Dauer von Kameraalarmen, verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Safes und Kombo-Schlössern und eine Alarmplatte und eine Überlagerungsplatte weniger beim Hacken. Maximum kann ich 6 haben, ja? Mhm. Nee, ich nehme noch einen Slot, glaube ich, für ein Körpertonikum. Ja, finde ich viel interessanter.
Okay, also Kapatonika-Slot. Gib's mir. So, und was möchte ich? Was war mit dem Eve-Link hier nochmal? Verleiht auch eine Menge Eve. Der Verbandskasten. Ja, eine Menge Eve sogar. Kannst du nochmal suchen. Oder Natural Camouflage. Ich glaube, ich nehme den Dieb. Ich nehme den Dieb. Da bitte. Na wunderbar. 79, das heißt, ich kann hier Insektenschwarm. Setz einen Schwarm stechender Insekten frei, die mehrere Feinde gleichzeitig angreifen. Ja, furchtbar. Ich muss dagegen kämpfen, aber ich... Nee, das ist nichts für mich jetzt gerade. Machine Blaster erhöht den Schaden, den du Kamerabots und Geschützen zufügst. Extra Nutrition, Vending Expert. Verringert die Preise an Verkaufsumhatten. Oh, das ist aber nett. Aber was ist es für eins? Techniktonik, wahrscheinlich ein Techniktonikum, oder? Human Inferno. Ich kann das ja schon mal kaufen und erstmal einlagern. Human Inferno, du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst viel mehr Schaden zu, wenn du Feuer verwendest. Sonic Boom steuert Kreaturenobjekte mit einem gewaltigen Energiestrahl zurück. Insektenschwarm. Nee, ich nehme den Vending Expert. So, und ich möchte den hier noch nicht. Nein, er kommt in die Genbank. Okay. Und weiter geht es. Ja, Bienenstöcke. Ich weiß nicht. Da ist die Tür schon aufgegangen. Wollte ich gar nicht. Wollte ich doch noch gar nicht. Da haben wir noch irgendwas? Eine Aktentasche. Nicht schlecht. Ich würde sagen, ich gehe hier erstmal durch. Smoker Control. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Ich werde was versuchen. Und jetzt? Oh. Moment. Ich habe noch das Abfackeln. Gucken, ob jetzt hier was in die Luft geht. Kann ich die Dinge einfach abfackeln vielleicht? Oh, gute Idee. Gute Idee. Oh, wow. Das gefällt mir. Die gehen gerade alle in die Luft. Sehr schön, sehr schön. Ich bleib mal schön noch hier. Lass mich bloß in Ruhe. Das gefällt euch nicht. Kommt schon. Kann ich die da oben auch an... Oh, die kann ich auch abfackeln. Juhu! Oh, die hören aber schnell wieder auf. So, wie sieht's denn hier aus? Es ist schon viel freier geworden, oder? Mann, oh! Ich habe keine Ahnung, ob es hier irgendwas hilft, wenn ich die anbrenne. Doch, sie kommen da durch und finden das nicht so toll. Eigentlich... Das tut weh. Verdammte Hacke. Aber ich muss es anscheinend durchhalten, ha? Aushalten. Kann das sein? Ich versuche jetzt hier mal durchzurennen. Oh, ist das nicht gut? Au! Oh, wartet, wartet, wartet. Treffe ich hier vielleicht mal was so? Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Verdammte Hacke, nein, 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 nein. Oh nein, oh nein. So eine Kacke. Da staune ich aber. Für dich bin ich schöner als die Garbo. Na gut. Oh je. Oh je. Ach, so ein Ärger. Deiche. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Bienenhaus. Pfui, Bienenhaus. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Wo ist die denn jetzt hin?
Ach, da direkt vor mir. Ich weiß, was ich tun muss. Rentier war falsch. Farmers Market hier, das ist richtig. Ach, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich denke mal, dass ich hier... Hier laufen wieder irgendwo welche rum. Na, großartig. Oh, was haben wir denn hier? Ionischen Schrot. Meine Güte, weißt du was? Hier, da! Ich kann das auch! Ich kann das auch! Aha, genau! Meine Güte! Mann, so ein Ärger hier mit den blöden Bienen. Ich glaube, ich muss das mit dem Flammenwerfer machen, oder? Wir versuchen das jetzt hier mit. Was haben wir denn hier? Napalm. Ich versuche das jetzt hier mit Napalm. Mein Napalm ist außerdem noch zu Ende. Nein, wollen wir gar nicht. Kaffee. Ich glaube, ich glaube, ich muss erstmal hier durch. Das Bienenhaus ist... Ach, Worldly Winery. Ach so. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Würde mich nicht wundern. Unbekanntes Objekt. Mhm. Da haben wir oben eine Kamera. Wo ist die? Fuck. Das sind ja zwei Sachen. Wie schön. Da vorne ist auch noch irgendwas. So, dann packen wir erst das Ding. So, dieses Mal kommt es aber wirklich von unten, ja? Oh, kurz gucken. Oh, okay. Alles ist gut, alles ist gut. Dann müssen wir doch erstmal hier entlang. Ja, alles ist gut. So, nach oben bitte. Senkrecht bitte. Und noch einen waagerechten. Und jetzt hacken, so. Okay, du kommst von da und du möchtest bis nach hier unten gehen. So, ich werde erstmal hier einen langsamen einsetzen, dann habe ich jetzt am Anfang direkt schon mal ein bisschen mehr. Genau. Vielleicht gehen wir erstmal direkt hier nach unten. Genau so. Mhm. Und fertig. Danke, lieber Kamera. Du bist meine Freundin jetzt. Ob ich hier irgendeine Information bekomme, wie ich, genau, durchsuch mal alles hier für mich. Wie ich die Bienen quitt werde? Mann. So. Okay, ich muss irgendwie nach unten. Und jetzt so da runter. Nein! Ich muss jetzt in diese Richtung. Letzten Augenblick noch gecheckt. So, und noch einen waagerechten, bitte. Da. Okay, was hast du denn für mich? Destilliertes Wasser! Ja, zwei Stück! Wow, 4 von 7. 4 von 7. Arcadia-Melo. Nee, besser nicht. Ich werde die auch mal hacken. Dann kann ich nämlich immer hierher zurückkommen und notfalls mit Geld bezahlen, wenn mich die Bienen hier wieder aufs Korn genommen haben. Besser ist das, glaube ich.
Aha. Komme ich denn hier durch? Ja, ich komme hier durch. Sehr schön. Also direkt wieder nach oben. So. Nee, den Weg wollte ich jetzt eigentlich gar nicht gehen. Das muss schon besser. Schwupp. Schwupp. Und schwupp. So, heilen brauche ich mich gerade nicht, ja? Was haben wir hier? Noch mehr destilliertes Wasser. Großartig. Was haben wir? Erlesenste Liköre, Weine und Biere. Warum ist das hier so leer? Sieht auch so aus, als hätten hier die Bienen jede Menge Mist drauf gemacht. Was ist das? Ein Telefon? Okay, hübsch sieht das hier aus. Hübsch sieht das hier aus. Schwupps, weg damit. Hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen. Und aufheben. Dankeschön. 6 von 7. Da brauchen wir ja nur noch einen. Wie fein. Oh-oh. Vater, warum hast du mich verlassen? Komm schon. Du Arsch, warum nennen die mich immer so? Das war aber glücklich. Was haben wir denn hier so? Geht ja ganz schön weit hier rum, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, was haben wir denn hier? Ja, nicht bitte versehentlich den Big Daddy anschießen. Nein, ich wollte gar kein Mello. Ich wollte... Au! Ich stehe ihm wohl im Weg, ja? Rosie, ich stehe dir wohl im Weg, ja? Geh einfach nach oben. Genau, geh einfach nach oben. Mich einfach weggeboxt hier. Unglaublich. So, aber hier lag eine Pistole. Zeugs, wow, da geht's ganz schön runter. Destilliertes Wasser. Oh, ich habe... alle erreicht. Das ist ja schön. Was haben wir denn da unten so? Da unten wird... Da unten ist die Destillerie, also. Okay. So, die Dinger sind wohl leer. Am besten sollte ich hier, glaube ich, den Elektrobolt ausrüsten. Kann es sein? Ich kann ja noch mehr davon mitnehmen. Das wird ja wohl nicht schaden, oder? Na, aber immerhin habe ich jetzt den ersten Teilbereich fertig. Dieser Quest. Hier riecht es übel. Wahrscheinlich nach jeder Menge vergorenem Zeug. Was haben wir da so? Oh, da habe ich jetzt, glaube ich, mehr dran verbraucht, als nötig gewesen wäre. Okay, Wally Winery. Meine Güte, das ist ein richtiges Labyrinth hier unten. Nein, 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 sowas finde ich gar nicht gut. Power up the people. Oh, eine Waffen-Upgrade-Station. Wunderbar, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mal direkt hier. Aber nicht so im Wasser stehend. Schluss. Wir sehen uns morgen wieder. Ich werde dann mal hier die Waffen-Upgrade-Station bemühen. Und ja, wir durchkämmen mal dieses Labyrinth hier unten. Oh, Mann. Das ist ja noch jede Menge hier zu sehen. Okay, macht's gut.